Hallo, Guido hier von blockbilders.de und ich will euch heute zeigen, wie die Bison-App funktioniert. Das ist ja so, dass die Börse Stuttgart mittlerweile eine eigene App hat, die ihr auch auf dem Desktop nutzen könnt. Also ich habe sie immer auf dem Desktop und wo ihr auch Kryptowährungen handeln könnt. Das Ganze hat ein paar Vorteile. Es ist BaFin überwacht, also von der Bundesfinanzaufsicht. Und die Börse hat natürlich den Sitz in Stuttgart. Alles, was ihr an Einzahlungen macht, wird über die Solaris Bank in Deutschland abgewickelt. Das heißt, ihr habt für eure Einzahlungen auch eine Sicherung bis 100.000 Euro. Wer noch keinen Bison-Account hat, ich habe euch unten nochmal einen Link rangepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, bekommt ihr auch nochmal Bitcoin im Wert von 15 Euro gratis dazu. Was man wissen muss, wenn man Kryptowährungen handeln will, gerade bei einem deutschen Anbieter oder auch bei ausländischen Anbietern und speziell in Euro, ist es eben so, dass man sich verifizieren muss. Und das muss man auch bei der Bison-App. Ich habe das über mein Bankkonto gemacht, das ging relativ schnell. Manchmal müsst ihr das halt auch übers IDEN-Verfahren machen. Das wird euch aber angezeigt, sobald ihr euch einloggt. Ich hatte ja schon gesagt, dass ihr Bison entweder hier auf dem Desktop nutzen könnt oder eben auf dem Smartphone. Was man vielleicht wissen sollte ist, wenn ihr dort Kryptowährungen handeln wollt, ist eigentlich immer der erste Schritt, dass ihr eine Einzahlung macht. Und die Einzahlung kann man bei Bison nur per SEPA-Überweisung machen. Klickt man hier auf Deposit SEPA und dann, bei mir ist das jetzt in Englisch, weil meine Sprache auf dem Computer Englisch ist. Wenn eure Computersprache Deutsch ist, wäre das in Deutsch. Dann seht ihr schon, ihr könnt nur von einem SEPA-Bank-Account dort Geld hinschicken. Der Account muss den gleichen Namen haben, also muss auf euren gleichen Namen laufen wie der Bison-Account und man kann nur maximal 20.000 Euro in einer Transaktion schicken. Man kann mehrere Transaktionen über einen Monat machen, aber es dürfen nicht mehr wie 200.000 Euro im Monat sein. Und bei Auszahlungen gibt es kein Limit. Bei mir ist es so, ich habe an einem Wochentag eine SEPA-Überweisung gemacht. Kam innerhalb von 2 Stunden an. Sobald das Geld da ist, bekommt ihr auch eine E-Mail. Also wenn ihr ein normales Bankaccount mit SEPA nutzt, ist das in der Regel am gleichen Werktag da. Wenn ihr es am Wochenende macht, kann es da sein, dass ihr bis zum Montag warten müsst, bis euch das Geld gut geschrieben wird. Ihr schickt dann einfach alles hier an die Deutsche Solaris Bank. Das seht ihr hier. Und Withdraw ist im Prinzip genauso einfach. Klickt ihr rauf und gebt dann nur ein, wie viel ihr auszahlen wollt. Das dazu zu den Einzahlungen. Andere Möglichkeiten wie mit Kreditkarte oder so gibt es hier eben nicht. Was man noch wissen sollte, vielleicht zu den Kosten. Ein- und Auszahlungen sind kostenfrei. Das heißt, ihr könnt da einfach Ein- und Auszahlung machen, ohne dass ihr dafür eine Gebühr zahlt. Wenn man bei Bison handeln möchte, geht man am besten auf Market und dann seht ihr auch schon, welche Kryptowährungen dort gehandelt werden. Also aktuell sind das eben 7 Kryptowährungen. Da sind jetzt auch die größten mit bei, mit Bitcoin und Ethereum und dann halt noch ein paar andere wie Ripples, XRP oder Uniswap. Das ist halt so die Auswahl, die es aktuell bei Bison gibt. Mehr Kryptowährungen gibt es da derzeit nicht. Wenn man jetzt handeln möchte, ist das eigentlich relativ einfach. Sofern ihr Geld eingezahlt habt, haben wir uns angeschaut, klickt ihr einfach hier auf Buy oder im Deutsch steht dann hier Kaufen und Verkaufen. Klickt auf Buy und gebt einfach nur ein, wie viel Euro ihr investieren wollt und dann seht ihr auch schon, wie viel Bitcoin ihr bekommt. Das ist dann immer eine sogenannte Market Order, nennt man das an der richtigen Börse. Darüber hinaus gibt es auch noch Limit Orders und Stop Orders. Eine Limit Order könnten wir uns noch anschauen. Da seht ihr, könnt ihr uns anschauen, der Bitcoin-Preis ist gerade bei 23.685 Euro. Könntet ihr sagen, okay, ich will 50 Euro in Bitcoin investieren. Wenn der Preis auf 22.000 Euro fällt, das wäre dann eine Limit Order. Das heißt, die würde ins Orderbuch geschrieben werden und würde da drinnen bleiben, bis der Preis auf 22.000 Euro fällt. Fällt er nie auf diesen Betrag, würde sie nie ausgeführt werden. Ihr seht auch hier, die ist nur maximal 90 Tage gültig, ansonsten wird sie gelöscht und ihr könnt sie natürlich auch früher jederzeit
manuell löschen. Also das geht auch. Das ist eine sogenannte Limit Order. Da sagt man, okay, wenn der Preis auf ein Level fällt, dann will ich kaufen. Eine Stop Order könnt ihr sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Bitcoin und wenn der Preis auch wieder auf ein bestimmtes Level fällt, dann will ich einfach meine Position verkaufen. Da könnt ihr auch sagen, okay, wenn der Preis jetzt noch weiter fällt, auf vielleicht 22.000 Euro, dann will ich, könnt ihr hier angeben, wie viele Bitcoin oder Euro ihr dann von eurem Portfolio verkaufen wollt. Das ist die sogenannte Stop-Order. Das ist im Prinzip auch schon alles, was ihr bei Bison machen könnt. Also ihr könnt halt Kryptowährung kaufen, verkaufen, ihr könnt sie dort lassen und ihr könnt sie natürlich auch auszahlen. Das wollte ich euch noch zeigen. Hier gibt es sogenannte Savings Plans. Das heißt, ihr könnt auch anlegen, dass ihr einen Saving Plan macht, wo automatisch für euch in einem bestimmten Abschnitt, zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche, Kryptowährungen gekauft werden. Oder ihr könnt halt einen Preisalarm einstellen, wo ihr sagt, okay, wenn der Bitcoin-Preis auf 20.000 Euro fällt oder 22 oder was auch immer, wollt ihr einen Preisalarm bekommen. Und ansonsten könntet ihr natürlich auch sagen, ich will meine Kryptowährungen abheben. Ihr könnt ihr Kryptowährungen einzahlen. Ihr seht halt, alle Kryptowährungen, die bei Bison gehandelt werden, könnt ihr einzahlen. Die müsstet ihr dann nur jeweils an die Adresse schicken, die euch hier angezeigt wird. Schauen wir uns an. Kommt ja eine Adresse angezeigt und da könnt ihr die hinschicken. Ansonsten könnt ihr die auch abheben. Wenn ihr Kryptowährungen kauft, könnt ihr die entweder bei Bison lassen, das ist kostenfrei, oder ihr könnt sie halt abheben und zum Beispiel in ein Hardware-Wallet wie den Ledger Nano packen oder eben da lassen. Das ist euch überlassen. Beides ist recht sicher. Gerade für unbedarfte Nutzer ist es häufig auch sinnvoll, das bei Bison zu lassen, wenn man da ein sicheres Passwort und alles hat. Das im Prinzip das Wichtigste zu Bison. Vielleicht noch ein paar Nachteile, was ihr nicht machen könnt bei Bison, was andere Börsen wie Binance anbieten, ist natürlich deutlich mehr Kryptowährungen handeln. Also Binance zum Beispiel oder FTX haben über 100 Kryptowährungen, die ihr da handeln könnt. Und ihr habt auch keine Möglichkeit, Kryptowährungen anzulegen. Zum Beispiel manche Kryptowährungen wie Ethereum beispielsweise ist ja oder kommt jetzt langsam zu Proof of Stake. Das heißt, ihr könntet dort die Kryptowährungen bei anderen Anbietern oder wenn ihr die selber habt, auch staken und damit nochmal Zinsen verdienen auf eure Kryptowährung. Das gibt es hier bei Bison nicht. Aber dafür habt ihr dann halt auch immer die Möglichkeit, die Kryptowährungen abzuheben. Wir haben auch nochmal einen Artikel drüber geschrieben über Bison. Und da seht ihr auch, dass von den Gebühren her eigentlich alles kostenlos ist. Es gibt auch keine Kontoführungsgebühren oder Kontoeröffnungsgebühren oder sowas. Das Einzige, was man tatsächlich hat, ist, wenn man eine Kryptowährung handelt, liegt der Preis, also die Gebühren, die man dafür zahlt, bei 0,75%. Das ist so im Mittelmaß. Manche Anbieter nehmen auch 1% oder mehr und manche dedizierte Börsen wie Binance sind da auch deutlich günstiger. Aber das ist auch nochmal, man hat keinen deutschen Anbieter und hat auch nicht die Möglichkeit, deutschen Support zu bekommen und hat noch ein paar andere Nachteile. Und das Ganze ist halt auch eher für erfahrene Nutzer geeignet. Also das soweit zu Bison. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.